Und schon geht es weiter, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen und alles andere auch. Also wie ihr seht, wir sind hier in einer Kuppel und die Sichtweite ist hier auch beschränkt, also gegenüber dem, was ich eingestellt habe, weil ich habe ja eigentlich eingestellt, dass ich saumäßig weit gucken kann. Die Welt ist nicht so groß, wir sind halt in einer Kuppel und am Meer und hier sind komische Leute. Ja, das ist bei mir auch leise. Und die reden jetzt alle so wie dieser eine Typ am Anfang. Aber ihr seht, diese Gargoyles hier fliegen nicht. Fehler gemacht. Gedacht, du Flügel. Zu sehen, du flügellos. Und Mensch sein. Du gekommen, mit uns zu gehen vielleicht? Wer bist du? Mein Name Exferlem, der Anführer der flügellosen Herrenrasse. Stärker zu sein als die geflügelten Unterdrücker. Zu wissen, du musst stolz sein, hier neben mir zu stehen. Ich verstehe. Warum fürchtest du die Geflügelten? Zu wissen, sie sind eifersüchtig, wollen nicht anderen zeigen, wir sind besser, zu behandeln wie Sklaven, zu denken, wir sind dumm. Wir hören wir nicht so gut wie Geflügelte. Viele Flügellose von Geflügelten getötet, zu wissen, wir werden gewinnen den Krieg, zu töten die bösen Geflügelten. Aha. Doch sind die geflügelten Gargoyles nicht die Anführer? Auf eine Seite zu stellen mit den Geflügelten? Finden meine Hilfe selbstverständlich? Werden getötet. Wow! Jetzt hör auf! Nein! Ohren! Okay. Alter Max, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Gargoyle-Stab, gucken wir mal. Ein richtig starker Stab. Schön, den behalten wir. Ja, also es gibt anscheinend Krieg zwischen den Geflügelten und den Flügellosen. Wir gehen erstmal hier rein. Redet der auch mit mir? Ah ne, habe ich ja schon angefangen. Bäh, doof. Okay, was haben wir hier? Zu wissen, dass der geheiligte Weg der Einzigartigkeit im Inneren zu finden ist. Aha, also wo ist jetzt dieser Weg? Okay, das sind so eine Teile, da muss ich später was reinpacken. Und hier wird, die haben im Prinzip diese gleichen Sachen, Tugenden wie die Menschen, nur heißen die hier anders. Die heißen hier, also wir haben irgendwie, also die Menschen hier in diesem Spiel haben Liebe, Tapferkeit und, oder ja genau, Liebe, Tapferkeit und Weisheit, genau. Aus diesen drei Sachen entspringen die anderen acht Sachen halt und ja, irgendwie so. Und das haben die auch nur halt mit drei anderen Sachen und Musik. Da ist ein Geflügelter. Geflügelte sind gefährlich, denn das sind die Magier. Und die greifen mich ohne irgendwie Fahndung an. So, mein Freund, dann gucken wir mal. Interessiert ihn nicht wirklich, ob ich den damit beschieße. Dann probieren wir es mal mit dem Bogen. Okay. Oha. Die lassen ja richtig was fallen. Ob ich das alles mitschleppen kann, davon werde ich bestimmt einiges wieder wegschmeißen müssen, weil ich es nicht mitschleppen kann. Ja, okay, also verbrauchen wir unsere Magie mal nicht dafür, sondern heilen uns mal. Was? Das ist alles? Naja. Die sanfte Heilung ist jetzt nicht sonderlich der Hit, muss ich zugeben. Naja, okay. Also da geht's runter. Runter müssen wir später noch. Aber das lassen wir jetzt mal. Wir wollen jetzt erstmal gucken, wo wir hier normal langlaufen können. Gut, da ist kein Weg. Das ist der erste. Okay, da ist oben auch noch so eine bisher undurchdringliche Tür. Gehen wir erstmal hier lang. Dann ist noch ein Geflügelter. Den holen wir uns mal gleich von Weitem schon. Oha, da sind ganz viele hier. Na? Na? Jetzt bleib doch mal. Oh, jetzt beweg dich doch mal nicht. Das nervt mich voll. Jupp. Weg. Nein! Oh. Okay, die sind gefährlich. Obwohl, das hat mir komplett abgezogen. Ja, den habe ich getroffen. Na? Und? Na? 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 Jetzt stirb doch endlich, du blöder Drecksack. Jetzt schießt er gleich. Oh Gott. Nein! Aber es zieht mir kaum was ab. Ihr seid ja voll schwach, ihr kleinen Pisser. Na, und gucken, was da runtergefallen ist. Oh, aber die sind wenig wert, die Amethysten. Oh, da ist ja noch einer. Euch wollen wir nichts zu tun haben mit euch beschissenen Wichsern. Nö. Die Flügellosen greifen uns im Normalfall nicht an. Keine Ahnung, weil wir auch keine Flügel haben. Das finden die irgendwie wohl sympathisch.
Auch wenn ich den Anführer jetzt irgendwie umgehauen habe. Naja, was sagst du? Gut, dann reicht es eigentlich auch, wenn wir den Bogen behalten, weil der reicht uns völlig aus und irgendwie brauchen wir extrem viel Magie, um die irgendwie anzutatschen. Glaubst du? Schon wieder. Oh Gott, wo? Ich hab Bock die ganze Zeit hier die Geflügelten abzuschießen. Bin hier irgendwie kein nicht auf Duck Hunt oder sowas hier, wo wir so einen Scheiß machen müssen. Aber ich sehe auch keinen. Da würde ich sagen, scheiß drauf. Da unten geht's lang? Aha. Aber was ist mit diesem Gebäude hier? Ja, hier lernt man eine sehr, sehr schöne Fähigkeit, die leider nur hier gilt. Okay. Greift er mich jetzt eigentlich auch an, oder kann ich mit dem auch sprechen, einfach so? Nö, die sprechen nicht mit mir. Die machen mich nur platt. Okay, versuchen wir es mal gleich mit einem Angriff. Wir greifen nicht an. Bob, bob, bob. Okay, das ist noch besser. Okay, wenn er nicht auf mich schießt, lasse ich ihn stehen. Okay, der wird mit mir reden. Hauptquartier der Herrenrasse der Gargoyle. Zu wissen, dass die Geflügelten zur Herrschaft über die Gargoyle bestimmt sind. Und aufzuhalten den falschen Propheten um jeden Preis. Der falschen Propheten, den falschen Propheten. Okay. Du kommst vorbekannt. Zu wundern, wie so eine flügellose, minderwertige Kreatur an mich herantreten. Nun ja, also ich bin der Avatar, würde ich sagen. Ich bin der Avatar. Ich möchte nur das Wegerecht nach Hütlot erhalten. Nicht betrügen, weisen Foresch. Zu sein der falsche Prophet. Gekommen zu zerstören die geflügelte Herrenrasse. Ein Verräter sein, zu sterben. Was? Nö, glaube ich nicht. Ich würde sagen, du stirbst. Also ich bin der falsche Prophet, oder was, sagt er? Naja, mal gucken, ob das stimmt. Oh, Diamanten sind mal sehr, sehr teuer und Topas sind, glaube ich, zwei drunter. Wie gibt's noch? Topas, die gelben, die blauen sind, glaube ich, noch sehr viel wert. Saphire und Rubine. Ja, Topas und aber Amethyste, glaube ich, die am wenigsten wert sind. An ihre Majestät, die Königin Zar, zu melden, dass Nameless, ja, der Namenlose, wie er nachher auch heißt, im Gefängnis eingesperrt wegen Mord. Euch zu überlassen, zu entscheiden sein Schicksal. Schicksal, Foresch. Okay, was haben wir hier? Kristall zum Öffnen der Kerkerzelle. Ja, das wollen wir haben. Kerkerzellen öffnen gefällt mir. Eine Kerze, die können wir anzünden. Ah ja, für den Toten. Naja, gut. Der greift mich an. Ja, das ist hier ein bisschen buggy, die Runde. Der greift mich zum Beispiel gar nicht erst an. Bleiben einfach stehen. Bums, egal. Ja, also rennen wir wieder zurück, würde ich sagen, und gehen mal den anderen Weg. Ich möchte hier nichts verpassen, obwohl es nicht viel hier gibt. Gibt es einen Händler, glaube ich, den ich gerne besuchen würde. Und, ja, was heißt, glaube ich, weiß ich. Naja, okay, hier geht's. Oh, hier geht's ganz runter. Ja, gab's denn nicht noch einen Weg? Bin ich jetzt doof? Oder ja, also das würdet ihr natürlich jetzt mit Ja beantworten. Natürlich bist du doof. Haha, die Igel ist doof. Nee, ich habe jetzt Hater, habe ich gesehen. Juhu. Also ich habe jetzt ab und zu mal schon einen Kommentar gekriegt und voll schlecht. Finde ich voll gut. Weil wenn man sowas kriegt. Zu denken, es ist merkwürdig, du hergekommen, Mensch. Zu wissen, das ist nicht der sicherste Ort für Menschen. Nee, bewusst, das ist nicht. Dass nicht alle Gargoyles so verständnisvoll und offen für Neues wie ich und du in großer Gefahr hier zu sein. Ja, das ist mir klar, dass ich hier in großer Gefahr sein. Ach, Bücher lesen ist blöd. Zu fragen, wieso du gekommen hier herab zu den Gargoyles, anzusehen und zu staunen, unsere wunderbare Kuppel und überlegene Technologie vielleicht? Nö. Wieso bin ich hier in Gefahr? Zu wissen, du sei in Gefahr, denn du der Avatar. Wissen, du sei ein falscher Prophet von dem gesprochen im Buch der Prophezeiung. Aha. Was ist das Buch der Prophezeiung? Daran zu denken, Buch der Prophezeiung ist großes und heiliges gargoylisches Buch. Das beschreibt die Prophezeiung von Gargoylvolk. Zu wissen, das Buch identifiziert dich, den Avatar, als den falschen Propheten. Schließlich zu wissen, das Buch versprechen, dass du die Zerstörung der Rasse von Gargoyles verursachen. Na geil. Ho, na ja. Ihr glaubt also, dass ich eure Rasse zerstören werde? Zu wissen, die Prophezeiung wird erfüllt. Wissen, das Buch immer haben Recht. Zu wissen, dass von allen wunderbaren Dingen Gargoyle besitzen. Das Buch der Prophezeiung ist das Beste.
Die sagen, viele Gargoyles zu versuchen möchten, euch daran hindern, uns zerstören, wissen, dass nichts, was im Buch prophezeit ist,